Ich kann immer bloß einen einladen, das ist ein bisschen blöd. Erstmal alle Teile. Das muss als erstes unten hin. Das ist ganz schön doof. Nochmal. Erstmal hier abladen. Der muss zuletzt da rein. Dann laden wir den hier um. Ich krieg das hin, glaub mir. Den kurz mal hier rein. Den hier kurz hier rein. Dann machen wir nämlich jetzt einfach einen Tausch. So. So hier hin. Der kommt als zweites da rein. Und jetzt muss der nämlich als erstes da rein. Und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch entladen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann können wir anfangen. So, und gelöst. Schauen wir mal, was da drin ist. Ach, guck mal, da haben wir wieder so ein Ding. Und ein Hundenapf. Erstmal umschauen. Und kurz kratzen. Hebel. Da brauchen wir wahrscheinlich eine Geschichte dazu. Das wird alles nicht funktionieren, glaube ich. That looks kind of familiar. Inspire others to great heights, and your objectives shall be reached. Okay. Das lese ich jetzt nicht vor. Das lese ich jetzt kurz für mich. Viel zu lang. Okay. Einfach drücken. Ach, guck mal, da oben ist eine Luke. A small room is a tall room, depending on where you put the floor. Steh mal da drauf.
Thanks, Peaky. That really helps. Nicht so wirklich. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Schauen wir mal die anderen Räume an. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Ach, guck mal, er leuchtet hier. Wieso leuchtet er? Das ist ein Rätsel. Gelb hier hin. Ich glaube, das wird noch ein bisschen schwieriger. Wisst ihr was? Wir müssen die Farben mischen. Wir müssen irgendwie die Farben zusammenmischen, dass alle leuchten. Der ist grün, jetzt fehlt bloß noch der hier. Aber ich weiß nicht, was der hat. Der hat lila. Okay. Ah, wir resetten. Okay. Also der braucht auf jeden Fall eine blaue Kugel. Da können wir nichts dran drehen. Oh ne, eine orangene. Und das muss ich so stehen lassen, oder? Ach nee, warte mal, er braucht blau. Müsste jetzt leuchten, oder? Das wird ein bisschen schwieriger. Das hier muss blau sein. Ich muss das resetten. Was hat er denn? Blau auf blau. Okay.
Ich brauche irgendeine andere Farbe. Also er muss blau haben auf jeden Fall. Rot habe ich da drüben, oder? Rot und blau. Was fehlt denn dann für eine Farbe? Irgendwann muss er ja leuchten. Nur noch um Stunden handeln. Ja. Ich hab doch hier alle Farben eigentlich. Wieso kriege ich dann den nicht zum Leuchten? Ach, wisst ihr was? Machen wir später. Erst erkunden. Ich bin nämlich zu blöd dafür. Muss ich mir mal in Ruhe aufschreiben irgendwie. Ich habe gerade nichts zum Schreiben da. Denn hier noch? Sind wir vielleicht mit ihm? Könnte sein. Nein. Oder doch? Schauen wir mal. Wir können noch weiter runter auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. Da fehlt uns ein Heben. Da brauchen wir gar nicht gucken. Ohne Hebel geht doch gar nichts. Ach, guck mal hier. So. Schauen wir mal, was da abgeht. Jetzt vielleicht auf die andere Strecke. Ja, genau das wollte ich eigentlich. Dann können wir uns da nämlich schon mal den Weg ebnen. Wieder aussteigen hier. Schauen wir mal, was wir noch haben. Wahrscheinlich kriegen wir den Hebel bei dem komischen Rätsel da oben. Ja. Und hier fehlt auch ein Hebel. Da können wir wieder Strom anmachen. Ich hab gewusst, dass wir das Rätsel machen müssen. Ich hab's gewusst. Okay. Dann probieren wir es halt nochmal. Kein Rot, kein Blau, kein Gelb. Was braucht er hier? Direkt Blau. Okay, Blau. Jetzt habe ich es nicht gesehen, was das war. Ah, okay, Rot. Rot für Lila.